James Harden hat den Fettsuit ausgezogen, rasiert für die Brooklyn Nets. Ja, und die Warriors, die rasieren irgendwie einfach eh alles momentan. MLK Day war in der NBA und wir bringen mal ein bisschen Ordnung in diesen Wahnsinnstag. Ballin. Alles rund um die NBA. Let's go. Spiel Nummer 1, über das wir heute reden wollen. Portland gegen die Spurs. Man muss sich momentan echt so ein bisschen die Augen reiben. San Antonio steht bei 8-6 durch den Sieg in Portland, der auch noch deutlich war. Da wächst was zusammen. Da wächst was zusammen. Also vor der Saison ganz klar nicht als Playoff-Kandidat gehandelt, die San Antonio Spurs. Aber mal wieder straft Greg Popovich, zumindest in der Anfangsphase der Saison, alle Lügen. Weil er ein Team aufgestellt hat, was sehr, sehr variabel aufgestellt ist. Sie sind solide in Offense, solide in Defense. An guten Tagen in der Defensive gewinnen sie auch mal über ihre Verteidigung, die normalerweise jetzt nicht so gut ist. Aber mit DeJounte Murray haben sie da jemanden, der das exzellent auf den Guard-Positionen macht. Aber bei den Trailblazers, die San Antonio Spurs, vor allem offensiv überragend. Der Dreier ist gefallen wie sonst was. Und zwar auch da wieder wahnsinnig variabel. Ein Patty Mills mit 21 Punkten, ein Rudy Gay mit 21 Punkten. Von der Bank kommen beide 5 Dreier getroffen. Also sie sind interessant, flexibel aufgestellt und sie schaffen es gerade, sie finden Wege, Spiele zu gewinnen. Ja, und das hat sich so ein bisschen ja schon in der Bubble angedeutet. 5-3 schon richtig gut. Popovich hat damals gesagt, wir müssen moderner werden, wir müssen anders spielen. Finde ich tatsächlich auch wirklich bemerkenswert, dass er auf seine alten Tage nochmal sagt, okay, ich gehe diesen Weg jetzt mit den jungen Spielern. Lonnie Walker kriegt seine Minuten etc. pp. Aber auf der anderen Seite eben auch ein DeMar DeRozan, der dann sagt, alles klar, ich nehme die neue Rolle an, ziehe mich zurück. Er arbeitet auch an seinem Spiel, ne? Mehr Dreier als früher, trifft die Dreier auch ordentlich. Also da ist einfach viel in Bewegung. Genau, Rollenverteilung ist das Stichwort. Ja. Jeder kennt seine Rolle und jeder führt seine Rolle auch aktuell sehr, sehr gut aus. Die Spurs haben zum Beispiel auch schon bei den Lakers gewonnen. Also sie haben schon einige größere Mannschaften schlagen können. Und jetzt eben der Sieg, der beeindruckende Erfolg bei den Portland Trailblazers. Die auch eine Bilanz von 8-6 haben. Und trotzdem hat man das Gefühl, da geht es momentan eher runter. CJ McCollum wird mindestens 4 Wochen ausfallen mit einer Fußfraktur dazu. Yusuf Nurkic mindestens 8 Wochen raus, Handgelenk im Eimer. Und ich sag dir ganz ehrlich, CJ McCollum, wenn er jetzt 4 Wochen ausfällt, vielleicht kriegt man es hin mit Lillard, mit Rodney Hood. Aber Nurkic, wer soll das Center spielen? Tut sau weh. Also wir haben es ja letztes Jahr schon gesehen, wo es eben das große Problem bei den Trailblazers war, dass Nurkic nicht mit dabei war. Die Offensive von Terry Stotts ist auf einen Big Man ausgerichtet, der sehr, sehr gut den Ball passt. So, genau das ist Nurkic. Dazu bringt er auch defensiv ein bisschen Präsenz mit, die ein Enes Kanter nicht hat. Und wenn wir auf die bisherigen Statistiken dieser Saison schauen, dann sehen wir, offensiv ist das okay. Trailblazers werden offensiv immer gut sein. Sie haben in der Offseason Robert Covington verpflichtet, der ihnen hilft, aber noch nicht das Level erreicht hat, was Stotts und die Verantwortlichen der Trailblazers sich erhofft hatten. Aber defensiv 26 bestes Defensiv-Rating nur. Das ist natürlich viel, viel, viel zu wenig. Dementsprechend, da müssen sie dran arbeiten und mit den Ausfällen jetzt wird es nicht leichter. Ja, John Collins ist schon verletzt und du hast gerade Rocco gesagt, der wird jetzt dann wieder Small-Ball-Center vielleicht eine Zeit lang spielen, so wie bei den Houston Rockets letztes Jahr. Und sorry an der Stelle, ich habe wirklich nichts gegen Jakob Poeltl. Im Gegensatz, ist ein super Spieler. Auch gestern dann in Portland, beziehungsweise Martin Luther King, der in Portland richtig gut gespielt. Aber da kommen noch ganz andere Kaliber auf den großen Positionen im Westen, auf die Portland Trailblazers zu. Jokic, Kristaps Porzingis, Anthony Davis. Jetzt ist es da schon so schwierig. Also die werden in den nächsten Wochen mit den Ohren schlackern. Und trotzdem, um irgendwie einen Deckel drauf zu machen, für mich Portland immer noch die bessere Mannschaft auf lange Sicht als die San Antonio Spurs. Aber Greg Popovich nie unterschätzen. Ich glaube, das zeigt das aktuell mal wieder. Weiter geht's mit den Mavs. Die waren zu Gast bei den Toronto Raptors. 3. Niederlage in Folge für Dallas. Jetzt hatte man das Gefühl, die kriegen gerade so den Umschwung hin. Jetzt gerade wieder nach unten unterwegs. Ja, muss man ganz klar so sagen. Formkurve zeigt nach unten. Aber trotzdem, ich sage allen Mavs-Fans, keine Sorgen machen. Die hatten nach dem schlechten Start, sind 2-4 gestartet, 4 Siege in Folge, hatten da richtig ihren Mojo gefunden. Sehr, sehr ordentlich verteidigt. Zwischenzeitlich das zweitbeste Defense-Team der Liga. Mittlerweile sind sie da ein bisschen abgerückt und das hat einen ganz großen Grund. Sie sind von Corona einfach wahnsinnig getroffen. Also zwischenzeitlich 6 der besten 8-9 Spieler des Teams nicht mit dabei gewesen. Und das sind Leute wie ein Josh Richardson, ein Dorian Finney-Smith, ein Jalen Brunson. Tim Hardaway Jr. hat selbst auch mal gefehlt. Da war es kein Corona, sondern eine leichte Verletzung. Aber eben wahnsinnig viele Leute. Maxi Kleber dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Dwight Powell. Also das ist ein wichtiger Haufen, der da gefehlt hat. Und das ist einfach super schwer. Also wenn du so aus dem Rhythmus genommen wirst, die Rotationen komplett neu sind. Deshalb keine Sorgen machen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, sobald die zurückkommen, sie kommen jetzt nach und nach wieder, läuft es wieder. Und dann hat auch Tim Hardaway Jr. vielleicht nicht mehr 0 von 12 aus dem Feld. Tough. Und die schlechteste Shooting-Nacht in der Geschichte der Mavs. Tough. Also 0 von 12 muss erstmal machen. All-Time-Franchise. Tim Hardaway Jr., aber er war so überragend zuletzt. Können wir verkraften. Und was man auch noch dazu sagen muss, Kristaps Porzingis hat ewig lang kein Basketball gespielt. So, der hat jetzt 4 Spiele absolviert, kommt so ein bisschen besser in Rhythmus, aber wirklich Rhythmus hat er noch nicht. Also abwarten, Geduld, Luca ist da.
Das wird. Und auf der anderen Seite, die Raptors. Dritter Sieg in Folge, da hatten wir auch so unsere Problemchen mit, haben ja auch schon über die Raptors und ihren miesen Saisonstart gesprochen. Traust du diesem Turnaround? Ja. Ja? Ja, ich traue ihnen den Turnaround zu, weil ich glaube, da haben einfach viele Spieler unter ihrem normalen Level gespielt. Ein Pascal Siakam zum Beispiel, der nicht das Level erreicht hatte, was er spielen kann, ist für mich keine erste Option einer Mannschaft, aber er ist auch nicht so schlecht, wie er zum Saisonstart eben war. Eine Mannschaft, die generell gut verteidigt, auch da werden sie sich weiter steigern. Ich sag dir, der wichtigste Grund, warum ich glaube, dass die Raptors ins Playoff-Rennen einsteigen werden, ist Nick Nurse. Ein exzellenter Coach, der Wege findet, genauso wie Greg Popovich bei den Spurs, über die wir vorhin gesprochen haben, Spiele zu gewinnen, Adjustments trifft in Spielen. Und wichtiges Coaching ist so, so wichtig und das bringt eben Nick Nurse mit. Gegen die Mavs auch mal wieder sein Box and One ausgepackt. Das kennen wir ja schon aus der Vergangenheit. Dann gegen Luka Doncic 1 gegen 1 gespielt. Der Rest dann eher so in so einer Zone. Er hatte einfach so viele Möglichkeiten. Und sie haben mal wieder mindestens einen jetzt gefunden, der nicht jetzt aus dem Nichts kommt, aber der einen Riesensprung macht. Chris Boucher, MIP-Kandidat, in den letzten 5 Spielen über 20 Punkte im Schnitt, über 10 Rebounds und Achtung, 56% Dreierquote, dazu 3 Blocks. Also es ist unfassbar. Also, deswegen unfassbar. Also irgendwie finden sie immer wieder Leute, die dann auf einmal liefern. Unglaublich. Wenige hätten damit gerechnet. Du hattest das ja angesprochen sogar. Chris Boucher, da ist er. Ich gesagt, Scouting Report. Dann kommen wir mal zu den ganz großen Matchups. Am MLK Day die Warriors zu Gast bei den Lakers. Alex, du hast es kommentiert. Ja, heißes Spiel. Also erste Halbzeit, erstes Viertel, komplett dominiert von den Lakers, von Schröder. Teilweise Los Angeles mit plus 19 sah aus, okay. Ärgerlich, wird wahrscheinlich schneller rumgehen. Ich komme früher nach Hause, nicht im Stau auf dem Heimweg. Aber so war es dann eben doch nicht, weil die Warriors gekämpft haben. Und genau das zeichnet diese Mannschaft dieses Jahr aus. Gegen die Clippers schon ein hartes Comeback gefeiert, zurückgekommen, gewonnen. Das gleiche jetzt wieder gegen die Lakers. Und es war nicht Steph Curry. Der hat hinten raus auch einen wichtigen Dreier getroffen, keine Frage. Kelly Oubre Jr., ein Andrew Wiggins, Eric Pascal. Alle haben geliefert. Curry hatte die Unterstützung und das Geilste an den Warriors war dieses Mindset, diese Energie, diese Einstellung, die sie hatten, diese Comeback-Kids, so wie Steve Kerr sie nach der Partie genannt hat. Das war sehr, sehr eindrucksvoll und sehr schwach von den Lakers. Positiv bei den Lakers, das zieht sich irgendwie durch. Dennis Schröder, gestern Topscorer, 25 Punkte. Also man muss einfach sagen, dieser überragende Start von ihm setzt sich fort. 14 Zähler im ersten Viertel. Also er war da hauptverantwortlich für die hohe Führung der Lakers. Davis und LeBron über die gesamte Partie geschwächelt, auch wenn Davis am Ende fast ein Triple-Double hatte, aber trotzdem keine gute Partie insgesamt. Nie dem Spiel seinen Stempel aufdrücken können, ganz im Gegenteil zu Dennis Schröder. Du sagst es, richtig guter Saisonstart, aber hinten raus heute auch ein bisschen schwächer. Das heißeste Eisen war allerdings natürlich Brooklyn gegen die Bucks und wir haben ja irgendwie alle drauf gehofft. Die ersten Schritte der großen drei bei den Nets, aber Kyrie Irving, wo immer du auch bist, komm irgendwann mal wieder, spiel irgendwann mal wieder Basketball. Allerdings, man kann festhalten, es funktioniert auch ohne Kyrie, ohne Uncle Drew. Und sehr, sehr gut offensiv, muss man dazu sagen. Also heute haben sie wieder 123 Punkte, glaube ich, am Ende kassiert. Aber sie scoren eben der Offensive wahnsinnig stark. James Harden funktioniert von Anfang an. Erstes Spiel, Triple-Double. Heute erneut 34 Punkte, 6 Rebounds, 12 Assists, also schon wieder eine sensationelle Partie von James Harden, der im letzten Viertel 10 Zähler gemacht hat, das Spiel praktisch gewonnen hat. Hinten raus dann KD mit dem Dagger. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Hater der Brooklyn Nets und ich mag es auch nicht so sonderlich, diese Ansammlung von Superstars, aber ich glaube, es wird funktionieren. Ich glaube, es wird funktionieren. Nicht mit dem Kader, den sie jetzt haben, aber wir haben schon mal drüber gesprochen, Buyout-Kandidaten gibt es ohne Ende. Das ist natürlich ein großer Reiz, den dieses Team jetzt ausübt, weil einfach wahnsinnig viele Spieler den Ring gewinnen wollen. Und den können sie gewinnen in Brooklyn. Wenn die alle gesund bleiben, also KD bleibt gesund, Harden weiterhin mit dieser Einstellung ballt, dann sind sie im Osten Topfavorit. Und ich finde, das hat das Spiel auch gestern gezeigt, gerade im Vergleich zu den Bucks, weil du bei den Bucks einfach einen Superstar hast, bei dem ich mir sicher bin, der wird in den Playoffs wieder mal ein Spiel drin haben, wo er, keine Ahnung, 4 von 13 trifft. Giannis Antetokounmpo, die entscheidenden Würfe hinten raus, gestern mit Middleton. Ja. Und du hast nicht diesen Spieler, der vorne weggeht, wie ein Harden oder ein Durant, der so richtig für Chaos sorgt. Oder auch ein Irving. Genau, auch ein Irving. Die für Chaos sorgen, die eine Mannschaft komplett bearbeiten können. Und das hat das Spiel gestern natürlich eine absolut kleine Sample-Size. Und trotzdem, das hat das Spiel gestern auch wieder gezeigt. Giannis hat ein tolles Spiel gemacht, aber es gibt eben die Probleme und die ziehen sich jetzt schon wieder durch die gesamte Saison. Denn Dreier, den stabilisiert er gerade so ein bisschen, mittlerweile über 30%, aber noch unter 31%, also auch nicht gut. Vor allem bei der Menge, die er an Würfen eben nimmt. Und Freiwurfquote unter 60%. Gegen die Mavs neulich 1 von 10 Freiwürfen. Ich habe, glaube ich, sowas habe ich noch nie gelesen. Das ist ein großes Problem. Und du sprichst es genau richtig an. Hinten raus Probleme bei
den Bucks, weil sie eben nicht diesen Top-Scorer haben, diesen Top-Mann haben, der die entscheidenden Würfe nimmt. Das ist jetzt nichts gegen Middleton, der wieder, nein, und zwar wirklich wieder eine überragende Saison spielt und wahrscheinlich auch weiter spielen wird, aber sie sind dann auch fast ausrechenbarer, weil du kannst eigentlich sicher sein, den letzten Wurf, das war ja auch in den Playoffs schon so letztes Jahr, den nimmt dann Middleton. Er hatte ja den Buzzerbeater, aber super schwer, weil gut gedeckt. Und auf der anderen Seite, der Dagger von Durant, eigentlich hat Harden den Ball, holt sich den Offensiv-Rebound und dann kickt er ihn raus zu Kevin Durant, der komplett blank steht. Das ist eine ganz andere Power. Es ist einfach eine ganz andere Power. Ganz andere Power. Ich glaube an Brooklyn. Viele Fragezeichen. Du hast eine Sache angesprochen, Verletzung. Du weißt nie, was im Kopf von Kyrie Irving los ist. Kyrie. Das ist sicherlich auch ein Problem. Aber wenn sie das in den Griff bekommen, ich glaube, von dem, was man hört von den Spielern, Steve Nash ein sehr, sehr guter Kommunikator. Ist das möglich, dass sie das hinbekommen? Dann sind die Brooklyn Nets die beste Mannschaft im Osten. Und ich sag dir noch was, die Brooklyn Nets sind das talentierteste Team in der gesamten NBA. Zu guter Letzt, es ist Dienstag, gibt's unseren Ballin' Player of the Week. Und das ist Shai Gilgeous-Alexander. SGA von den Oklahoma City Thunder legt überragende Zahlen auf in den letzten Tagen. 25 Punkte, 5 Assists, 5 Rebounds, Turnover Ratio ist auch richtig gut. Und die Thunder stehen bei 6-6. Was zur Hölle? Das ist mit die größte Überraschung, die es, finde ich, bisher gibt. Ja. Sie schnuppern so ein bisschen sogar an den Playoff-Ring. Also es ist ja ganz, ganz eng. Noch nicht so groß die Stichprobe. Und trotzdem überraschend, dass sie einen ausgeglichenen Rekord haben. Vor allem auswärts bisher mit einer wahnsinnig guten Bilanz. Und das liegt vor allem eben auch an Shai Gilgeous-Alexander, der jetzt ganz klar der Go-To-Guy dieser Mannschaft ist. Dennis Schröder nicht mehr mit dabei, Chris Paul nicht mehr mit dabei. Das heißt, Shai Gilgeous-Alexander steht im Mittelpunkt, über ihn geht es, um ihn herum soll das Team aufgebaut werden und er füllt diesen Job bisher hervorragend aus. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen plump, aber man merkt ihm irgendwie an, dass er halt von Chris Paul gelernt hat. Also diese Ruhe am Ball, auch schon diese Abgezocktheit, wie er sich bewegt, wie er das Feld wahrnimmt, seine Drives sind genial. Und das hat auch so ein bisschen was von Chris Paul. Diese Hesitation-Moves, die er da drin hat, dann funktioniert der Jumper richtig gut. 50% Dreierquote letzte Woche. Also der wird auch immer stabiler. Klatsch. Und der ist Klatsch. Ja, einfach ein richtig, richtig guter Spieler, den sie da geholt haben. Ja, noch dazu haben die Thunder ja dann in den nächsten 7 Jahren 18 First-Rounder. Also vielleicht kann man ja SGA den ein oder anderen zukünftigen Player of the Week noch an die Seite stellen. Das soll es von uns gewesen sein. Gute Woche euch. Wir hören uns am Freitag wieder. Macht's gut.